Ein, wenn man so will, halber Hexenkessel. Und das ist die Aufstellung des BVB am heutigen Tage. Etwas überraschend, Otto Addo. Er bleibt im Team, hat ja stark aufgespielt bei den Löwen. Nur Feiersinger geht raus. Und für ihn kommt natürlich Giuseppe Reyna wieder in die Mannschaft. Der ist zuletzt geschont worden. Ist ja unheimlich viel marschiert in Rotterdam. Ansonsten keine Überraschung im Team von Michael Skibbe. Und das ist der Gast, das ist die Mannschaft von Boavista Porto. Ohne Ion Timofte, ohne ihren Regisseur und etwas überraschend auch ohne Formoso, seinen eigentlichen Vertreter. Das zeigt schon, dass Trainer Jaime Pacheco heute hier erstmal und vor allem auf die Defensive setzen wird. Der Wettbewerb der Glückseligkeit für den BVB, die Champions League, sie hatte Pause in dieser Prachtarena. Jetzt geht es wieder los und die Vorgabe für Andi Möller, für Dede, für die Borussen ist natürlich klar, es muss ein Sieg her. Das ist der Unparteiische aus Bulgarien, Usunov Antanas. Die Bayern-Fans unter den Zuschauern werden sich gern an ihn zurückerinnern. Er leitete damals das 2:1 in Barcelona. Absolute Konzentration, Dede. Michael Skibbe vielleicht in den letzten Tagen zum ersten Mal etwas herausgetreten aus dem Schatten seines Vorvorgängers Ottmar Hitzfeld. Die Bilanz unter ihm, die stimmt ohnehin, keine Frage. Die Brillanz, die fehlte noch ein bisschen im Dortmunder Spiel und die war zuletzt zu erkennen. Daran gilt es anzuknüpfen. Ivan Nilsson. Reuter auf Reyna. Mario Silva. Augustin. Die Ausrichtung der Portugiesen klar zu erkennen. Wenn der BVB den Ball kontrolliert, dann stehen sie tief. Ansonsten versuchen sie ruhig etwas früher zu stören. Ivan Nilsson. Addo fair getrennt von Mario Silva. Paulo Sousa. Und was ist das? Der Aussetzer in der BVB-Abwehr in dieser zweiten Minute und die Riesenmöglichkeit für Rogerio, der neu ins Team gekommen ist und der hier für die erste große Schrecksekunde sorgt. Nach der Flanke von Jorge Silva, keiner für ihn zuständig. Und Glück für den BVB, dass er offensichtlich kein exzellenter Kopfballspieler ist. Warnschuss für die Borussia. Möller und Bobic im Abseits. Freistoß. William, eigentlich einer der besten in Portugal, zuletzt gegen Rosenborg mit desolater Leistung. Zwei Tore hat er buchstäblich eingeleitet. Cesar.
Reuter als echter Ausputzer. Es läuft hinten überhaupt noch nicht rund bei der Borussia. Da stimmt die Zuordnung noch nicht. Da muss ganz schnell umgedacht werden. Nerlinger. Es gilt, da anzuknüpfen, wo die Mannschaft aufgehört hat, am Freitagabend im Olympiastadion. Das ist bisher nicht gelungen. Und das wird schwer gegen dieses Team von Boavista Porto, das ganz tief, ganz kompakt steht. Und natürlich versuchen wir, dem BVB überhaupt keine Freiräume zu geben. Augustin. Dede am Boden und seine Gestik, die verheißt nichts Gutes. Das wäre ganz bitter, ausgerechnet Dede, auf den eigentlich immer Verlass war. Hier das Kopfballduell mit Litos und Dede im Gesicht getroffen. Viele, viele Sorgen gehabt, Michael Skibbe. Gerade was die Defensive anging in Rotterdam. Wörns ausgefallen, Kohler, der heute wieder dabei ist. Da ist dann Dede zu einem ganz wichtigen Mann geworden, zu einem von drei Manndeckern. Hoffen, dass der Brasilianer wiederkommt. Im Moment zu 10. Nerlinger. Reiner. Platz für Ivan Nilsson. Und Fredi Bobic. Natürlich kein Problem für William. Aber vor ihm sind sie gewarnt. Fredi Bobic im Moment ja so etwas wie der Stürmer mit eingebauter Treffergarantie. Hat zuletzt immer sein Tor gemacht für den BVB. Und mit Ausnahme des 3:0 in München waren es immer wichtige. Er ist wieder da, Dede. Uwe Neuhaus und Michael Skibbe verfolgen bisher genau wie wir ein Spiel, das so läuft, wie man es erwarten musste. Porto steht tief, es wird schwer, die Lücke zu finden und man muss höllisch aufpassen, das hat die Großchance von Regerio aus der dritten Minute gezeigt.
Für ihn die Champions League Premiere 99, Jürgen Kohler. Jürgen Kohler gegen Augustin. Schade, da hat Evan Nilsson nicht mehr mitgerechnet, dass ihm der Ball noch vor den Fuß fällt. Der weite Pass von Nerlinger. Augustin. Genau so haben sich die Portugiesen das vorgestellt. Zuletzt glänzte der BVB vor allem durch Kreativität im Mittelfeld. Es war so etwas wie die Mittelfeldreihe der großen Unberechenbarkeit. Alle haben sich mit einschalten können. Bisher davon wenig zu sehen und auch der Pass für Evan Nilsson zu steil. Ungemein engagiert. Der Mann, der lange als Feuerwehrmann galt. Also etwas wie der Jörg Berger von Portugal, Jaime Pacheco. Und erst mit Guimarães hat er sich von diesem Ruf befreit, hat zweimal den UEFA Cup erreicht. Und jetzt für ihn die bisherige Krönung seiner Laufbahn, Champions League mit Boa Vista. Mario Silva. Reina zwingt Pedro Emanuel, den Ball rauszuspielen. Er ja zuletzt geschont bei den Löwen, weil er in Rotterdam ein geradezu unglaubliches Laufpensum absolviert hat. Da war er der stärkste Borussia. Möller. Dede etwas verspielt. Evan Nilsson, zweite Mal, dass seine Flanke nicht richtig kommt, obwohl er genügend Zeit hat, sie vorzubereiten.
Er war früher mal bei Borussia Dortmund, Augustin. Und sein Trainer damals bei den Amateuren, dreimal dürfen Sie raten, Michael Skibbe. Es war zu befürchten. Noch keine Gala, stattdessen Anlaufschwierigkeiten bei Borussia Dortmund. Und Stefan Kunz, an dieser Stelle natürlich immer die Frage, was muss man tun, um diese Viererkette und das dicht formierte Mittelfeld davor zu knacken? Ja, im Moment fällt auf, dass sich die Spieler auf der rechten Seite fast so ein bisschen auf die Füße treten und einer dem anderen den Platz ein bisschen wegnimmt. Egal ob das Addo, Rainer, dann kommt Ricken oft auch noch über rechts, Dede. Evan Nilsson kommt noch über diese Seite und die linke Seite ist ganz verwaist. Andi Möller ist noch nicht im Spiel, weil er keine Bälle bekommt. Und die frühen Flanken finde ich im Moment auch nicht in Ordnung, weil wir haben nur Freddy Bobic in der Mitte, sonst ist eigentlich kein Kopfballspieler da. Neihus ist draußen und Heiko Herrlich ist draußen. Deswegen muss man spielerisch da durchkommen und das klingt bis jetzt noch nicht. Leider war. Es wird ein hartes Stück Arbeit. Kohler gegen Augustin und Foul des ehemaligen Dortmunders gegen ihn, gegen Jürgen Kohler. Mister zuverlässig beim BVB, normalerweise in dieser Saison. Da hatte er so seine Aussetzer gegen Wolfsburg in Kaiserslautern. Der hat gesagt, ich werde mit zunehmendem Saisonverlauf immer stärker. Dede. Und Rainer, endlich mal, gut gesehen von Dede, hat den Ball genau dahin gebracht, wo er ihn hinhaben wollte. Und Rainer, der hat gesagt, ich fackel nicht lang, nehme nicht mehr an, wir müssen hier mal zum Abschluss kommen. Über den rechten Außenriss abgerutscht. Na, er ist eigentlich einer der Nobodies unter den Neuen gewesen, die haben es vorhin vielleicht im Vorbericht gesehen. Aber er hat unter anderem einen Viktor Ikpeba durch seine starken Leistungen in den letzten Wochen zunächst einmal in den Schatten gestellt. Wieder, Stefan Kunz hat es gerade angesprochen, eine regelrechte Ansammlung auf der rechten Seite. 10 Spieler auf engstem Raum, kaum ein Durchkommen. Augustin. Boavista Porto gut organisiert, ungemein laufbereit in der Defensive. Ricken. Rena. Wenn er antritt, ist er kaum zu bremsen. Reuter. Eckball für den BVB. Vielleicht, wenn aus dem Spiel wenig läuft, hilft ja eine Standardsituation weiter. Riesenmöglichkeit für den BVB. Otto Addo, der lange Borusse. Und William kann vom Glück sagen, dass der Ball nicht einige Zentimeter tiefer kam. Der Keeper hat sich verletzt. Hier nochmal der Kopfball. Und dann fällt William unglücklich auf den linken Arm. Dran war er nicht mehr. So schnell hat er die Hände nicht hochbekommen. Das wäre bitter
für Porto, wenn der nicht weitermachen kann. Großchance Nummer 1 für den BVB. Eigentlich ein Riese. William im doppelten Sinne des Wortes. Und dann zuletzt dieser schlimme Auftakt. Aber sein Coach, Jaime Pacheco, hat natürlich gesagt, ein schlechtes Spiel ist für mich überhaupt kein Grund, den Torhüter zu wechseln. Die Schmerzen des Keepers und dann die Entwarnung. So schlimm ist es nicht am Steißbein, er kann weitermachen. Eva Nilsson. Er muss an seinen Flanken arbeiten. Die bleiben regelmäßig schon hängen, bevor es im Zentrum des 16-Meter-Raums gefährlich werden kann. Ricken. Zuletzt in bestechender Form. Zwei, drei gute Aktionen des BVB haben das Westfalenstadion wachgerüttelt. Dede. Irgendwie wuselt er sich immer wieder durch. Und die nächste Möglichkeit für Reina, schwer zu nehmen. Volley mit dem schwächeren Linken, überhaupt kein Vorwurf. Natürlich an ihn das Ganze noch dazu in Bedrängnis. Die Flanke von Ricken und Reina stiehlt sich weg aus dem Rücken von Mario Silva. Gut gemacht, aber es hat nicht ganz gereicht. Kein Freistoß und Augustin. Wieder Nerlinger, gut gesehen. Bobic stand frei. Aber Pedro Emanuel dazwischen. Der unparteiische Antanas großzügig in diesen beiden Szenen. Rogerio. Luis Manuel. Nochmal Rogerio. Und gut gemacht von Antanas. Hat gewartet, gibt seinen Vorteil. Und dann hat er mit leichter Verspätung gepfiffen. Hier nochmal der Zweikampf, Rogerio gegen Reuter. Und der war sauer auf Möller, weil der nicht mit zurückgemarschiert ist. Also, Freistoß Boavista. Luis Manuel Lehmann. An ihm vorbeizukommen, alles andere als leicht in diesen Wochen. Jens Lehmann. Er ist so etwas wie der ganz feste Rückhalt, auch wenn er hier mit seiner Mauer nicht zufrieden sein konnte. Er badet es aus. Ein Tor gegen Lehmann, im Moment das höchste der Gefühle. Mehr hat die Borussia noch nicht kassiert, weder in der Bundesliga noch in den Spielen
der Champions League Qualifikation bzw. der Champions League. Hinten steht die Borussia, vorne da hapert's im Moment. Silva. Kohler. Porto fühlt sich in dieser Rolle offensichtlich viel, viel wohler als zuletzt gegen Rosenborg im eigenen Stadion. Da mussten sie das Spiel machen. Das haben sie getan. Und aus 4-5 Kontern machte Rosenborg die drei Tore. Hier im Westfalenstadion natürlich eine ganz andere Ausrichtung und die schmeckt dem BVB überhaupt nicht. Möller. Kohler, sag mir, wo die Lücke ist. Reuter. Der Abwehrriegel, das sehen Sie hier, der wird aufgebaut 20 Meter vor dem eigenen Tor. Bis hierhin kann der BVB fast ungestört agieren. Nilsson kommt weit genug bei diesem Einwurf. Allein die Mitspieler, die machen nicht mit. Nehmen Achtung. Kohler gegen Augustin. Prächtige Zweikampfbilanz bisher für den Dortmunder. Das war sein 11. Gewonnener bei 2 Verlorenen. Also wie er es angekündigt hat, ich werde mit zunehmendem Saisonverlauf wieder besser. Endlich mal der Freiraum, den er sich wünscht und den er braucht. Kohler. Reuter. Ricke. Also engster Raum und kein Durchkommen. In der Mitte zu wenig Bewegung, drei Leute da, aber alle stehen, warten auf den Ball und der landet folgerichtig bei ihm, bei William. Oh,
Dede. Naja, wenn wenig in den 16-Meter-Raum kommt, dann warum nicht auf diesem Weg? Der knallharte Distanzschuss. Genau auf William. Wäre der mehr ins lange Ecke kommt, vielleicht etwas mehr Probleme. Aber zumindest ein Versuch wert. Unschön von Luis Manuel. Hat nochmal nachgefasst gegen Addo, völlig überflüssigerweise. Der Ball war längst weg, das Spiel längst unterbrochen. Und sowas lässt sich der Schiedsrichter nicht gefallen. Für ihn die gelbe Karte, die wehtut. Es ist die dritte insgesamt. Die Qualifikation zählt da ja mit. Und das bedeutet, er ist beim nächsten Mal gesperrt. Gegen Rotterdam. Cola. Bobic wird ungeduldig im 16-Meter-Raum. Reina. Nochmal Bobic. Und endlich mal eine starke Flanke und die Großchance für Evan Nilsson. So muss es sein, etwas weggezogen vom Tor. Porto mit Schwierigkeiten und der Ball landet bei ihm, bei Evan Nilsson. Und so wie er sich die spärlichen Haare rauft, will er natürlich sagen, Mensch, den hätte ich machen können. Nächste Chance, Ricken. Nach einer halben Stunde so etwas wie die Drangperiode von Borussia Dortmund. Ricken. Michael Skibber hat es angesprochen. Vorher, er hat es gewusst. Das wird ein Geduldsspiel. Und natürlich die Frage, der BVB hat jetzt alles mal versucht. Viel über die Flügel. Distanzschüsse. Was muss er machen, Stefan Kunz? Ja, die gefährliche Flanke war dann da, als der Billy ziemlich weit an der Grundlinie war. Es wird so sein, dass sich im Spiel 1 gegen 1 der Dortmunder Spieler versuchen muss, durchzusetzen, um ein bisschen Überzahl zu bekommen. Und ansonsten geht es nur mit ein bisschen schnellerem Spiel. Wenn sie manchmal hin den Ball abgefangen haben, müssen sie versuchen, viel schneller nach vorne zu spielen, schneller auch zu passen, nicht so viel mit dem Ball zu laufen. 1:1 Situation ausnutzen, das ist natürlich vor allem ein Appell an Billy Reina und an Andi Möller. Ja, es ist natürlich auch wahrscheinlich die Idee von Michael Skibbe gewesen, mit Addo, Reina, Möller auf der anderen Seite viele dribbelstarke Spieler reinzubringen, weil er wusste, das wird hier ein Bollwerk, also müssen wir versuchen, sie auszuspielen oder auszudribbeln. Andererseits, die Portugiesen machen es natürlich so, der rechte Spieler, der Cesar mit der 11 und die Nummer 19, der Rogério, die rücken sofort wieder zurück ins Mittelfeld. Das sind eigentlich gar keine Rechts- und Linksaußen, nur beim eigenen Angriff. Und da wird es halt extrem eng. Addo, Ricken, endlich mal wieder. Reina. Das kann er. Und nochmal Evan Nilsson. Der Beifall gilt Reina, der zunächst liegen bleibt. Leicht angeschlagen, die Partie läuft weiter. Nerlinger. Möller auf der linken Seite bisher regelrecht verhungert. Dede. Oft mit einem Schlenker zu viel. Aber er bekommt den Freistoß.
Cesar gegen Dede und hoffen beim BVB auf den Freistoß. Alle Portugiesen am oder im eigenen 16er. Möller. Das falsche Rezept. Bälle, die lange in der Luft stehen, auf den zweiten Pfosten kommen, sind für ihn ein gefundenes Fest. Und endlich mal Freiraum für den BVB und der Fehlpass von Möller. Sie können ja hier praktisch nicht auf Konter spielen. Porto kommt so gut wie gar nicht. Einzige Ausnahme, der Schreckmoment in der dritten Minute, der Kopfball von Rogério. Und ansonsten gilt es hier immer wieder anzurennen. Ricken. Starke Aktion des Youngsters, der ja endlich wieder da spielen darf, wo er spielen möchte. Nämlich im zentralen Mittelfeld. Und die Formkurve bei ihm, sie zeigt steil nach oben. Er, der ja schon so viele wichtige Tore, gerade im Europacup, gemacht hat. Heute würde der BVB wieder mal eins von ihm brauchen. Luis Manuel. Und der Aussetzer beim BVB bei einem Freistoß darf das natürlich überhaupt nicht passieren. DD erst im letzten Moment dann doch wieder dazwischen gegen Cesar. Hier Kola nicht dran und DD in allerhöchster Not. Rogério. Nochmal Rogério. Und die Direktabnahme von Mario Silva. Porto wird forscher und das machen sie gut. Augustin, prima für den BVB, dass der nicht verlängert hat. Drüben auf die rechte Seite, da war Paulo Sousa. Nicht verwandt, nicht verschwägert mit dem ehemaligen Dortmunder Borussen durchgestartet. Und die Szenen, die Möller liebt. Ricken. Foul von Reina. Die Gäste in dieser Phase drauf und dran, sich etwas hinten zu befreien, selbst mitzuspielen. Kleines Duell zwischen Antanas und Dede und der Dortmunder bekommt die zweite gelbe Karte in diesem Spiel. Vielleicht ja so etwas wie ein Zeichen einer gewissen Hilflosigkeit, einer gewissen Nervosität, die sich jetzt 7 Minuten vor der Halbzeit einschleicht. Ricken. Bobic mit gestrecktem Bein. Aber den Freistoß bekommt die Borussia.
Reuter. Reina. Das kostet natürlich Kraft, was er macht. Dieses Solo durchs Mittelfeld. Und im entscheidenden Moment bei der Flanke, da fehlt völlig die Konzentration. Möller. Ricken. Drüben. Dede. Die Portugiesen, sie reklamierten Hand von Dede. Stattdessen gibt es Foul gegen Dede. Der Übeltäter Cesar. Klarer Fall von Schienbein eingeklemmt. Möller. Rotzfrech! Andreas Möller! Es war eine Standardsituation, die dem BVB auf den Weg helfen musste. Und was für eine! 40 Minuten nicht zu sehen von Andreas Möller. Und dann hat er ihn, dann hat er an dem William buchstäblich ausgeguckt mit einem genialen Freistoß, mit dem niemand gerechnet hat. Wahrscheinlich noch nicht mal seine eigenen Mitspieler. Und besser kann man nicht treffen. Und das tut ihm gut, dem Andreas Möller, nachdem er hier überhaupt keine Gelegenheit hatte mitzuspielen. Ein fantastischer Freistoß, ein herrliches Tor. Und das Ganze natürlich ohne Ansage. Schauen Sie sich das an, er kann sich gar nicht richtig freuen, was sich in seinem Gesicht abspielt und abzeichnet. Das ist pure Erleichterung. Selten war es so schwer für die Borussia, ein erstes Tor zu machen. Und jetzt bin ich gespannt, wie Porto reagiert und wann Porto reagiert. Jetzt wissen wir auch, warum er den ersten Freistoß so lange auf den zweiten Pfosten geschossen hat. Damit wollte er nur den zweiten jetzt vorbereiten, dass Willem nicht mehr genau reagieren kann oder wieder damit rechnet, dass er auf einen langen zweiten kommt. Hat William in trügerische Sicherheit bringen wollen. Und nicht gepfiffen, die Riesenmöglichkeit, hier sofort das 2:0 zu machen. Durch Ricken hat sich prima durchgesetzt. Und dann wollte er den Ball reinlupfen. Er auch jetzt wieder einer der Aktivposten beim BVB. Grund genug für die Borussia, mit ihm zu verlängern. Das ist heute geschehen. Er bleibt bis 2003. Also es werden so etwa 35.000 bis 40.000 Steine gewesen sein, die Sie hier vorhin haben plumpsen hören, nach diesem hart erkämpften 1:0 für die Borussia. Augustin. Vielleicht noch in der ersten Halbzeit eine Einwechslung bei Porto. Da ist sie, Formoso, ein Mann mit Spielmacherqualitäten, den wir hier eigentlich von Beginn an erwartet haben. Jetzt muss der Gast was tun. Er hat dieses Tor kassiert, das er mit wirklich allen Mitteln verhindern wollte. Und er muss sich mehr nach vorne orientieren. Augustin. Oft gegen zwei, drei Borussen. Cesar.
Das ist passiert. Fast wie aus dem Nichts. Der 1:1 Ausgleich für Porto. Und der Torschütze, der Kopfballtorschütze, Rui Bento. Die Flanke von César. Rui Bento gewinnt das Duell mit Reuter. Und der BVB, der sich gerade so sicher wähnen durfte, ist wieder genau da, wo er vor der 40. Minute war. Keine Chance für Lehmann, der hier natürlich drunter leidet, dass Reuter dieses Kopfballduell so klar verliert. Die letzte Minute läuft. Stefan, es hätte alles so schön sein können. Ist richtig. Wir haben aber in der ersten Halbzeit gesehen, Porto hat einen Spielzug oft versucht und der ging ein paar Mal immer über die ihre rechte Angriffsseite, immer über DD, weil sie wahrscheinlich vorne vorher sich ausgerechnet haben, dass er dort alleine ist. Und das war gestern im Abschlusstraining zu sehen, unwahrscheinlich oft hat gerade die Nummer 11, der César, von der rechten Seite mit links reingeflankt. Und das war heute auch dreimal der Fall. Einmal die Großchance in der dritten Minute und jetzt auch das Tor. 3 Minuten Nachspielzeit. So lange hat der BVB, um jetzt doch nochmal in Führung zu gehen. Formoso ist im Spiel für Luis Manuel, der schon gelb-rot gefährdet. Und Formoso, auf den muss man aufpassen. 25, 30 Meter für ihn. Keine Distanz, er hat eine blendende Schusstechnik. Porto hat den Torschuss wirklich nicht erfunden. In der Liga maximal ein Treffer. Zuletzt gegen Trondheim, trotz einiger Möglichkeiten, dieses 0:3. Und ausgerechnet hier im Westfalenstadion und ausgerechnet gegen den Routinier Stefan Reuter dieses Kopfballtor von Rui Bento. Rogerio. Möller. Lehmann will erst raus, bleibt dann doch drin. Erneut, zumindest im Ansatz, eine brenzlige Situation für den BVB. Schwacher Pass von Möller. Augustin. Mario Silva. Eva Nilsson. In dieser Schlussphase der ersten Halbzeit die Begegnung fast offen. Porto hat angefangen mitzuspielen. 3 Minuten über die Zeit. Und da kommt der Halbzeitpfiff. Die Portugiesen, sie haben hier Beton angemischt. Aber auch das muss ja erstmal richtig getan werden. Und sie haben es prima gemacht, haben den BVB nicht zur Entfaltung kommen lassen. Ich gebe runter an den Spielfeldmann, der ja nach seiner Leistung
gegen Freiburg hier zunächst einmal Kredit verspielt hat. Bei Borussia Dortmund wird es schwer haben, wieder ins Team zu kommen. Lars Ricken rechts, hätte er das Ding reingemacht, kurz nach der 1:0-Führung für den BVB, dann sähe es hier wahrscheinlich ganz, ganz anders aus. Viel hat er nicht zu tun bekommen. William in der ersten Halbzeit. Einmal, da wurde er buchstäblich ausgeguckt von Andreas Möller. Für Freddy Bobic bisher eine undankbare Partie. Überhaupt kein Freiraum für ihn. Wenig Futter von den Flügeln. Tja, die Fernsehtechnik, die kann im Moment mehr als der Borussia oder als die Borussia technisch drauf hat in dieser ersten Halbzeit. Nach dem 1:1 in Rotterdam, da haben wir gesprochen von einem prima Start für den BVB. Aber das zählt natürlich nur, wenn heute hier gewonnen wird. Addo. Keine Wechsel in der Halbzeitpause. Es ist ja erst die zweite Partie überhaupt in der Europacup-Geschichte von Borussia Dortmund gegen eine portugiesische Mannschaft. Die erste, die war legendär. Da gab es 1963 gegen die damals beste Mannschaft Europas, gegen Benfica Lissabon mit Eusebio. Ein 5:0 nebenan in der Roten Erde. Aber heute, da wird es viel, viel schwieriger gegen diese vermeintlichen Underdogs aus Porto. Dede. Heute auch in der Defensive bei weitem nicht so effektiv wie gewohnt. Schön durchgelassen von Bobic. Und Ricken einen Schritt zu spät im letzten Moment geblockt. Das gute Auge zunächst von Möller, der durchlässt für Ricken. Der kommt einen Tick zu spät an den Ball. Möller. Mal über rechts. Reuter. Und gut gelöst von Cesar, dem Vorbereiter des 1:1. Das gewohnte Bild. Der BVB in der ersten Halbzeit mit 2/3 Ballbesitz. Natürlich Ausdruck einer Überlegenheit, aber auch Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit, so wie hier
Wie komme ich dadurch? Augustin. Dede. Merlinger. Reuter auf Dede. Ricken. 4-5 um ihn herum. Und Merlinger. Wieder Ricken. Von ihm geht oft die Initialzündung aus, wenn es mal zumindest andeutungsweise gefährlich wird vor dem Kasten von Borwischstadt. Möller lässt sich tief fallen. Frustriert vorne in der Spitze, bekommt keine Bälle. Er holt sie sich. Merlinger. Merlinger bleibt verletzt liegen. Und es gibt Freistoß für Porto. Merlinger wieder im Spiel. Wurde vorhin bei seiner Flanke getroffen von Litos. Hier nochmal die Aktion, das war schmerzhaft. Achtung! Also wenn er da mehr Druck hinterbekommen hätte, der Ruggiero, dann hätte er Jens Lehmann überlupfen können per Kopf. Und Porto hat zumindest mal wieder kurz gezeigt, klar, unser Hauptaugenmerk liegt auf der Defensive. Aber wenn wir die Chance haben, vorne was zu machen, dann nutzen wir sie. Reuter. Dede, gefoult. Klare Sache von Jorge Silva. Freistoß Möller, ich bin mir ganz sicher, William, der passt jetzt auf, lässt die kurze Ecke nicht aus dem Auge. Und Fredi Bobic! Immer wieder Fredi Bobic! Wenig zu sehen von ihm, da kann man ihm überhaupt keinen Vorwurf machen, aber im richtigen Moment, da ist er da. Die Vorarbeit von Addo und er mit einem raffinierten Kopfball zum 2:1 für Borussia Dortmund. Naja, überschäumende Freude, die sieht anders aus. Und die Borussia, sie weiß nicht erst seit diesem Moment, was sie an ihm hat. Bobic. Bisher hat er es immer mit dem rechten Fuß gemacht. Diesmal der wunderschöne, ganz seichte Kopfball ins ganz, ganz lange Eck. Und der BVB führt wieder. Und er wird jetzt aufpassen, dass er sich nicht noch einmal nach 3 Minuten den Vorsprung nehmen lässt. In Rotterdam, in Ulm, gegen Freiburg, zuletzt bei den Löwen. Er macht sein Tor im Moment immer, er ist gesetzt als Stürmer. Und weil er als Strafraumspieler nun mal die besseren Karten hat als Heiko Herrlich, kommt Herrlich im Moment nicht ins Team und Viktor Ekpeba ohnehin nicht. Wieder Bobic.
Cäsar. Dede. Reuter. Der Versuch beim BVB jetzt nachzulegen. Ein 3:1, da bin ich mir sicher, das wäre hier die Entscheidung. Möller. Schönes Direktspiel. Ricken. Evan Nilsson, da muss er irgendwen gesehen haben in der Strafraummitte, der gar nicht da war. Andreas Möller weit, weit hinten, weiter als ihm das lieb sein kann. Und nochmal die Aktion. Zunächst Addo, dann Bobic. Hier war die Welt noch in Ordnung. Dann hat er gejubelt, etwas zu feste, wie wir es von unten mitgeteilt bekommen haben. Und er hat sich bei seiner Jubelarie etwas die Schulter gezerrt. Hoffentlich kein Handicap für ihn in den jetzt noch zu spielenden 34 Minuten. Freddy Bobic, viel Frust in Stuttgart in der Vorsaison. Da ist es passiert. Der Jubler Marke Tyson und die Zerrung in der Schulter. Nur 8 Tore im Vorjahr für den VfB, hier beim BVB. Da blüht er jetzt wieder richtig auf. Ich möchte 15 Tore Minimum in der Bundesliga machen und ich möchte in jedem Wettbewerb treffen, hat er gesagt. Und er lässt den Worten Taten folgen. Ja, ich denke, die Dortmunder haben in der Halbzeit auch wahrscheinlich nochmal drüber gesprochen, was sie falsch gemacht haben, als sie in der ersten Halbzeit in Führung gegangen sind, und werden jetzt zumindest nicht mehr in Konter laufen, sondern die Angriffe ein bisschen besser versuchen vorzubereiten und vor allem hinten immer eine Überzahl zu lassen, dass sie diese wertvolle Führung nicht wieder verspielen. Weil wir sehen ja, die Portugiesen machen gar keine Anstalten, mal weiter hinten rauszukommen. Und ganz wichtig natürlich Augenmerk auf die rechte Angriffsseite, auf diese der Portugiesen, denn da läuft, wenn was läuft, alles. Genau. Dede. Ricken. Der schöne Pass auf Bobic. Aber Marius Silva hat aufgepasst. Auch wenn er hier anzeigt, genau die Bälle, die will ich haben, und er fordert sie immer wieder. Und Porto wieder über rechts. Pacheco. Irgendwann wird er sich jetzt wieder was einfallen lassen müssen. Denn man kann wirklich nicht sagen, dass sein Team hier im Moment drauf und dran ist, das 2:2 zu machen. Im Gegenteil, es dominiert weiter der BVB, und das ist die richtige Devise. Möller.
Machado hat damit gerechnet, dass Möller mitläuft. Durfte er eigentlich auch. Für mich unverständlich, dass Möller hier stehen geblieben ist. Scheint leicht angeschlagen zu sein. Und Achtung, immer wieder Cesar, immer wieder die rechte Seite, immer wieder der Zweikampf mit Dede. Und auch immer wieder diese Flanken von rechts mit links. Der erste Eckball für Porto. Das wird gleich die nächste Einwechslung geben. Marcelinho von Boavista Porto steht bereit. Ricken. Möller. Addo. Nach wie vor Defensive pur bei den Gästen. Das ist okay. Borussia Dortmund führt. Sie haben es nicht nötig, jetzt hier noch mal ins offene Messer zu laufen. Das sind die Gäste, die jetzt mehr machen müssen. Beim BVB ist jetzt zunächst einmal Ballbesitz und sicheres Spiel angesagt. Wie oft haben wir das schon gesehen? Reuter auf Kohler, Kohler auf Reuter, Ball laufen lassen in der eigenen Abwehr. Rui Bento, der Torschütze. Und wieder Cesar. Möller am eigenen 16er. So richtig glücklich, da bin ich mir sicher, ist Andreas Möller mit seiner Rolle nicht. Weder als Spitze vorn fühlt er sich richtig wohl. Ja, ein Promi, schaut mal Fußball. Marius Müller-Westernhagen. Und es wird gewechselt. Ruggiero geht raus. Er, der die Großchance hatte für die Gäste in der dritten Minute, der hier für den frühen Rückstand hätte sorgen können. Und für ihn kommt Marcelinho. Für ihn Champions League Debüt. Der 24-Jährige, er soll jetzt natürlich für mehr Druck nach vorne sorgen. Den hat Boavista jetzt nötig. Wunderschönes Doppelpassspiel und wunderbar gemacht. Was für ein herrlicher Angriff und der Abschluss von Freddy Bobic und natürlich der Dank an Ivan Nilsson.
der das sensationell vorbereitet hat. Die hohe Schule der Fußballkunst. Erst der Doppelpass und dann der völlig uneigennützige Pass auf Freddy Bobic und dessen Treffer Nummer 3 in der Champions League. Hier, hinschauen und genießen. Der Doppelpass mit Rehner. Der angedeutete Torschuss und dann der ganz zarte Pass auf Bobic, der sich diese Chance natürlich nicht mehr entgehen lässt. Extraklasse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Borussia hier jetzt noch die Butter vom Brot nehmen lässt, Stefan. Nein, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber ganz interessant war nach dem Wechsel, Rogerio ging raus und es war ja der Gegenspieler von Evan Nilsson. Da hat der Trainer gewechselt und eigentlich unser starker Elfer, der Cesar, spielt jetzt wieder links außen. Der neu eingewechselt spielt rechts außen und genau in, diesen Wechsel hinein kam der Vorstoß von Evan Nilsson und hat zum ersten Mal spielerisch ein hervorragend herausgespieltes Tor gebracht. Er hat diese leichte Irritation bei Porto erkannt. Und er hat sie eindrucksvoll ausgenutzt. Rehner, den kriegt er noch. In der Mitte Ricken, am zweiten Pfosten Möller. Und Paulo Sousa mit dem Kopf dran. Keine Frage, hohes Bein gegen Andi Möller, auch wenn Sosa natürlich niedrigen Kopf sieht, der Kapitän. Warten auf den Ball. Bobic in der Mitte. Und Möller, so müssen sie kommen. Und warum nicht einfach mal versuchen, Evan Nilsson, der geniale Vorbereiter des 3:1. Weil wir nicht genug davon bekommen können, hier der Superangriff. Nochmal. Und auch der Abschluss von Freddy Bobic sieht leicht aus. So selbstverständlich ist das nicht, dass er ihn hier genau zwischen den beiden Portugiesen ins Tor leicht lupft, damit auch bloß niemand mit der Grätsche noch dran kommt. Ja, auch drei Gegenspieler sind für ihn nicht zu viel. Nerlinger. Martelinho. Andreas Möller inzwischen im defensiven Mittelfeld des BVB. Und Achtung, prima von Lehmann und prima der Schuss auch von Kirche Silva. Nicht abschalten, Borussia, ganz wichtig. Die zu kurze Abwehr von Evan Nilsson. Der eigentlich perfekte Abschluss von Kirche Silva, genau ins untere Eck. Und einfach klasse hier
Jens Lehmann. Alle Spieler in der Hälfte des BVB. Wann hat es das in dieser Partie gegeben? Überflüssig von Dede. Also Dribbling und Querpass vor der eigenen Hintermannschaft, sowas macht man nicht. Das lernt man eigentlich schon ganz früh in der Jugend. Porto hat umgeschaltet. Frühes Stören jetzt. Das Heil in der Offensive und ein weiterer Stürmer wird kommen mit Gilmar und entsprechend die Räume auf der anderen Seite. Möller. Und Bobic. Der 16. Torschuss des BVB und ganz interessant, bis auf Cola haben es alle mal versucht. Auch das spricht natürlich für den Variantenreichtum bei Borussia Dortmund. Und da kommt Gilmar. Sollte eigentlich von Beginn an spielen. Augustin geht raus. Gilmar zuletzt gegen Trondheim mit schwacher Leistung, mit ein, zwei hochkarätigen Chancen, die er vergeben hat. Und dass er diese Einschussmöglichkeiten nochmal bekommt, das ist jetzt natürlich die Hoffnung von Jaime Pacheco. Von ihm überhaupt nichts zu sehen. Totale Defensive ist natürlich auch nicht das Spiel eines Regisseurs. Eva Nilsson. Auf so viel Platz haben sie lange gewartet. Die Dortmund auch wieder Freddy Bobic. Erinnerte stark an die Szene in Rotterdam. Da hat er das Tor gemacht. Diesmal der Winkel für ihn etwas unglücklicher. Und es wird einen Wechsel geben bei der Dortmunder Borussia. Der doppelte Torschütze darf raus. Er bekommt hier den Abgang, den er sich verdient hat. Freddy Bobic geht. Und Heiko Herrlich kommt. Neben Reina der Volltreffer unter den Neuzugängen der Dortmunder Borussia. Nicht zu vergessen, Eva Nilsson. Und ich bin mir sicher, Heiko Herrlich, der wird jetzt hier bei diesem Spielstand vielleicht die Flanken bekommen, die er sich wünscht. Ja, beim Wechsel kann man auch ein bisschen erkennen. Ich meine, vielleicht hat Michael Skip auch Angst gehabt, falls der Freddy noch ein Tor schießt, dass er sich noch was anderes verletzt außer seiner Schulter. Aber generell der Wechsel Stürmer für Stürmer deutet weiterhin volles Rohr Offensive. Und der Trainer von Boavista, er hat einen Stürmer rausgeholt, einen Stürmer gebracht. Also er geht nicht noch mehr Risiko ein, dass er vielleicht noch einen Stürmer zusätzlich bringt, sondern holt einen runter, hat den Elfer, den Cesar hat er von seiner guten Leistung auf der rechten Seite weggenommen, auf die linke Seite. Seitdem sehen wir von ihm auch nichts mehr. Also ich glaube, da haben sie sich selber so ein Ei ins Netz gelegt. Das natürlich auch die Hoffnung der BVB-Fans hier im Stadion. Thank you.
Der Pass auf Reiner. Formoso. Leicht weggerutscht, Addo. Von Möller. Addo, Dede auf der linken Seite, vielleicht mal verlagern. Möller versucht. Aber natürlich schwer unter Kontrolle zu bringen, dieser Ball für Dede. Stark gemacht von Herrlich und das Foul von Paulo Sousa an Dede. Ja, anders kann man Dede oft nicht beikommen, diesem kleinen, quirligen Spieler. Ganz unangenehmer Typ, wenn man ihn als Gegenspieler hat. Diesen Freistoß hat er rausgeholt, nach guter Vorarbeit von Herrlich. Und wieder Möller mit dem Freistoß. Nerlinger. Starke Leistung von ihm, von Antanas. Schaut immer wieder, was wird aus der Situation. Und erst dann, wenn er erkennt, dass kein Vorteil entsteht, gibt er den Freistoß, in diesem Fall für Porto. Anspiel von Ricken, angezeigt vom Schiedsrichterassistenten, aber weiter geht's mit Marcelinho. Paulo Sousa. Schon wieder Gefahr, also die Zuordnung bei Borussia Dortmund, die stimmt selten. Experten-Talk auf der Tribüne, Michael Mayer und Jörg Berg. Reiner. Nicht ganz so effektiv, nicht ganz so wirkungsvoll wie zuletzt. Das hat einen einfachen Grund. In der ersten Halbzeit, da gab es für ihn überhaupt nicht die Gelegenheit, mal durchzustarten, anzutreten. Da waren meist zwei, drei, vier Portugiesen direkt bei ihm. Erst jetzt im zweiten Durchgang und vielleicht noch in den noch zu spielenden gut 13 Minuten. Vielleicht der Freiraum, den gerade Reiner braucht. Miki Stevic wird kommen. Und erneut der tosende Beifall der Anhänger des BVB für Otto Addo. Eigentlich hatten sie ja schon damit gerechnet, dass Stevic von Beginn an für Addo wird spielen können. Aber Addo hat Skibbe überzeugt in München. Und deswegen erst jetzt die späte Einwechslung des zweikampfstarken Stevic. Und in puncto Zweikampf hat der BVB ohnehin im Moment überhaupt keine Defizite. Die Statistik spricht klar. 70% aller Duelle gehen im Moment an den BVB. Eine der leichteren Aufgaben für Jens Lehmann, dieser Schuss von Mario Silva. Ja.
Jorge Silva auf Paulo Sousa. So nicht. Wunderschöne Kopfballstaffette und der schöne Flankenwechsel von Möller auf Dede. Kein Foul, weiter geht's mit Gilmar. Und Glück für den BVB. Cesar war links durchgestartet. Möller. Evan Nilsson. Ja, der liebt die Doppelpässe. Hier wieder versucht mit Heiko Herrlich. Marcelinho. Paulo Sousa. Achtung, der kann's aus der Distanz, aber nur mit links. Formoso musste sich den Ball noch einmal recht zurechtlegen. Was dann rauskam, das war ein besseres Schüsschen. Porto müsste jetzt eigentlich das Spiel machen, die Offensive suchen. Macht sich natürlich bemerkbar, dass der Regisseur im Mittelfeld, Timofte, zugleich ein exzellenter Torschütze, heute fehlt, hat sich ja bereits nach 7 Minuten verletzt zum Champions League-Auftakt gegen Trondheim. Ja, aber auch ohne Timofte, das ist, mag vielleicht eine Entschuldigung sein, aber er ist doch erschreckend schwach, was Boavista dann hier zeigt in der Offensive. Es hat am Anfang gut ausgesehen, solange sie ein bisschen aus dem Konter spielen konnten. Dann ließen die Kräfte nach, Gott sei Dank, durch 2 Standardsituationen Tore für den BVB. Und also ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht, weil gar kein Aufbäumen da ist. Liefert Boavista das Streichergebnis, wenn man so will, in dieser Gruppe? Ja, zu einem Spiel, was zu Hause an den Sessel fesselt, gehören einfach 2 Mannschaften. Und da war sicherlich der Wille beim BVB heute Abend da, auch wenn es spielerisch bis aufs dritte Tor nicht geklappt hat. Aber Boavista hat da auch wirklich sehr wenig dafür getan, dass das ein Spiel wird, wo man sich kaum traut, noch ein Getränk holen zu gehen. Und Andreas Möller. Ja.
Kohler. Die Borussia wird nicht mehr gefordert und sie lässt sich nicht herausfordern. Hat sich dieses 3:1 hart erkämpft und sieht jetzt überhaupt keine Veranlassung, Porto Platz und Möglichkeit zum Kontern zu geben. Was Möller, Dede dazwischen und die letzten 5 Minuten laufen. Merlinger, klasse gemacht. Herrlich startet, Rehner wartet rechts und Merlinger versucht es allein. Jetzt wird auch noch ein wenig gezaubert. Möller und Dede, beide brasilianisch. Und Reuter. Die Borussia, sie hat sich spielerisch befreit im zweiten Durchgang. Aus der Misere in Durchgang 1. Der beste Beweis, es hat gerade mal, man höre und staune, in 41 Minuten der zweiten Halbzeit ein Dortmunder Foul gegeben. Und wieder Möller in heute ungewohnter Rolle, weit hinten links. Wechsel Nummer 3 gleich nochmal beim BVB für die letzten Minuten. Alfred Nijhuis wird kommen. Der Holländer, der zuletzt ja in Rotterdam zum ersten Mal überhaupt in seinem Leben, wenn man die Qualifikation gegen Teplice nicht mitrechnet, international spielte. In Teplice, da durfte er schon mal einige Minuten ran. Rehner raus, Nijhuis rein. Und jetzt hat es der Unparteiische auch gesehen. Willi Rehner heute nicht so stark wie in den letzten Spielen. Da allerdings hat er ja auch auf allerhöchstem Niveau gespielt und deswegen der Publikumsliebling ebenfalls mit Beifall verabschiedet und Nijhuis im Spiel. Stevic. William dazwischen. Und Dede problemlos. Ja, der Wechsel von Nijhuis sicherlich auch nicht, weil irgendwo ein Verteidiger noch gebraucht wird. Wir sehen, dass er sich auch im Mittelfeld orientiert, weil der Kokser hat heute sowohl Augustin als auch Gilmar abgemeldet, sondern bestimmt auch eine Anerkennung für die gute Leistung von Alfred, dass er hier nochmal ins Spiel kommt und nochmal an dem Spiel teilnehmen darf. Weil, sagen wir mal, bis auf die paar Probleme am Anfang auf der rechten Seite hat die Abwehr sicherlich doch einigermaßen bestanden.
Einen einzigen Aussetzer hat sie gehabt. Das war das 1:1 in der 44. Minute durch Rui Bento. Und das war der Moment, als viele hier im Stadion gedacht haben, das könnte heute in die Hose gehen gegen diese defensiv gut organisierten Portugiesen. Dann der zweite Durchgang und dann der Doppelschlag des so wertvollen Freddy Bobic. Danach war eigentlich alles klar. Man hatte kaum einmal dieses Gefühl wie in diesem Moment, dass nämlich Porto noch was gelingen könnte. Hier nochmal der Abschluss von César. Genau auf den Mann, genau auf Lehmann. Es ist keine Gala geworden. Damit war bei der Ausrichtung von Boavista Porto nicht zu rechnen. 3 Minuten Nachspielzeit wird es auch im zweiten Durchgang geben. Finde ich eine ganze Menge. Denn wie gesagt, die Partie außerordentlich fair. Und dann nochmal der vielleicht beste am heutigen Tage im Team von Porto. César. Martelinho. Und Nachlässigkeit von Ricken. Genau das darf man sich jetzt nicht mehr erlauben. Nur so kann man jetzt nochmal in dieser Nachspielzeit den Gegner aufbauen. Formoso. Und nochmal Achtung auf der Linie, Ricken. Fehler wieder gut gemacht. Der 5. Eckball für Porto. Eckballverhältnis, man höre und staune. 2:5. Und die Kontermöglichkeit. Müller. Und Herrlich muss aufpassen, dass er nicht ins Abseits läuft. Das macht er prima, aber Möller ignoriert ihn, versucht alleine der späte Pass. Und Heiko Herrlich ziemlich sauer. Hätte den Ball viel lieber früher bekommen. Im Endeffekt hat er ihn ja überhaupt nicht bekommen. Er war eben ganz lustig, der Jens Lehmann hat über das Außenmikrofon, war das hörbar, gesagt, die sind genauso kaputt wie wir. Ich glaube, wir sind jetzt alle froh, wenn der Schlusspfiff kommt. Und Michael Skipper hat gestern gesagt, ein Auswärtspunkt, wie sie ihn geholt haben, der Champions League, wird erst vergoldet durch einen Heimsieg. Das ist gelungen und ich glaube, somit kann man zufrieden dann auch mit dem heutigen Abend sein. Sie haben ihn vergoldet, diesen Auswärtspunkt aus Rotterdam, mit einer Pflichtaufgabe, mit einem Arbeitssieg. 45 Minuten Schwierigkeiten beim BVB, dann eine zweite Halbzeit, die sich sehen lassen konnte. Und die Borussia wird ihrem Ruf als Gruppenfavorit, zumindest als Favorit auf die Plätze 1 und 2, gerecht. Also das war's. Nach 18 Monaten wieder Champions League Fußball in Dortmund. Das Comeback des europäischen Fußballs. Für Michael Skibbe gelungen. 3:1 gegen Porto. Das Ganze nach einer starken Partie eine Woche vorher in Rotterdam. Die Borussia auf einem guten Weg, auch wenn heute der Glanz und die Brillanz fehlte, die der BVB zuletzt in München an den Tag gelegt hat. Aber wie gesagt, es war heute ein Gegner, der nicht richtig mitspielen wollte, der sich nur auf die Defensive konzentriert hat und dafür dann in Durchgang 2 bestraft wurde. Sein Geniestreich brachte den BVB in Führung. Andreas Möller mit dem tollen Freistoß, dann der Ausgleich und dann der doppelte Auftritt des Freddy Bobic. Porto mit 2 Niederlagen gestartet, jetzt schon mit einem Bein draußen. Die Vorrunde ganz, ganz weit entfernt. Und der Dank an die heute nicht ganz so gut gefüllten Ränge, das ist man ja im Westfalenstadion eigentlich
anders gewohnt. Die Borussia weiter mit einem tollen Lauf. In der Bundesliga hat sie sich zurückgespielt in die Spitzengruppe. In der Champions League hat sie die Serie der deutschen Mannschaften fortgesetzt. Bisher keine Niederlage. Also der Wettbewerb, er behagt den Bundesliga-Teams. Jetzt noch in Trondheim, bei Rosenborg Trondheim bestehen. Dann hätte die Borussia schon in den ersten drei Spielen den Grundstein gelegt. Ich gebe runter zu Tom Bender.